Moin, 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 herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Pixelmon Let's Play mal anders, wo wir ein bisschen andere Sachen machen als die allgemeinen Spielern. Zum Beispiel tolle Pokémon fangen, wie zum Beispiel hier ja, Lucari, einen Zoroark noch. Nein, Lucari ist ja ein anderes Pokémon, oder? Und ja, das ist irgendwie, könnte shiny sein, schreibt es mal in die Kommentare. Oder eine Mega, nein. Sieht irgendwie ein bisschen an. Ah, das ist die Galar- oder Alola-Form. Okay, dann ganz klar. Also schreibt sie mal in die Kommentare, was genau ist. Ich habe nicht so Lust nachzuschauen. Aua. Das ist auch ein geiles Pokémon. So, wir haben hier ein Loch. Was ist das für ein Loch? Okay, da könnte wieder so eine Ruine sein. Wie in der Wüste. Ja. Das ist auch wieder Inkognito. Aber ich weiß nicht, wie diese Inkognitos und wo sie zu finden sind. Ich werde das mal, glaube ich, gar noch nicht sammeln. Lass das mal so. So, aber dafür haben wir ein Fähigkeitenkapsel. Haben wir das nicht schon mal bekommen? Bei Anwendung auf ein Pokémon, das zwei verschiedene Fähigkeiten haben kann, wird seine aktuelle Fähigkeit mit der anderen ausgewechselt. Ah, also haben ja immer die Pokémon mit zwei oder mehr Fähigkeiten. Haben wir da irgendwo ein Pokémon? Bowser, glaube ich, immer noch die gleiche. Das ist Zauberblatt oder wie das heißt. Notdünger ist das genau. Zauberblatt ist, glaube ich, das Item, das noch verstärkt. Taubsi hat doch sicher zwei. Verhindert Fluss der Genauigkeit. Ist zwar mächtig. Ja, ich muss es ja trainieren und deshalb. Ich tue es jetzt einfach bei Zorua rein. Kann ich das gar nicht? Ah, das ist ein Item einfach. Okay. Ich dachte, das muss man equippen, damit es existiert. Trugbee, Bestreitkämpfe in der Gestalt des Listenletzten. Listenletzten, das heißt, ja, du bist ja Listenletzter. Kann ich dich irgendwie nach oben verschieben? Hä? Wie kann. Ah, so. Okay. Das heißt, jetzt muss ich nochmal lesen. In der Gestalt des Listenletztes. Was ist die Gestalt? Hä? Ich muss das mal einsetzen. Kann das sein, dass es dann ein Voltilam ist? Dann will ich um das Schwert. Und das Schwert hat? Attack mit Schwert. Nein, das ist nicht das. Attackon, okay. Attackon von oder dagegen des Pokémon dürfen immer. Das ist ziemlich geil. Hundertprozentige Volltreffer. Nein, nicht Volltreffer, aber. Das wäre es noch. Mega OP. Ja, Heliluben, winzig klein. Ich mag das so. Nein, ein Blutzug legendär. Aber das ist stylisch, hä? Ich habe gehört, dass Blutzug damals, früher, bis zur zweiten Gen oder dritten Gen, nie Rankenhieb verwenden konnte, obwohl es Ranken hat. Das sind wir erst später dazu gekommen. Genau, Giraffel ist immer, nein, Griffel heißt. Wieso habe ich Giraffe genannt? Es ist keine Giraffe, es ist ein Affe. Griffel, genau. Das habe ich immer benutzt in der zweiten Gen. Ich weiß nicht, ob es in der dritten Gen noch gab schon. Also spielbar war. Aber auf jeden Fall in der zweiten Gen. Immer gespielt, immer trainiert. Bis es zu schwach war. Also. Aber ich habe es immer im Team gehabt. Jo, und oh, die zweite Gen war so genial. Also wenn jetzt nochmal so eine zweite Gen jetzt rauskommen würde, also wie Soul Silver und Hearthgold, aber in anders und besser, also einfach die gleiche Region, die gleichen Pokémon plus die anderen Pokémon natürlich und so, dann bin ich der glücklichste Mensch wieder. Ich bin jetzt schon sehr, sehr glücklich immer, wenn ich natürlich sehr viele Probleme habe im Leben. Bin ich noch am glücklichsten, also ja, andere Menschen sind faul, ich bin sehr fleißig und mag es natürlich jedem sehr toll und angenehm gönnen. Jo. Ja, geht es mir eben gut, also ich bin sehr, sehr glücklich über mein Leben. Genau deswegen, weil es halt einfach sehr spannend und wohltuend ist, das Leben auch hart zu haben. Ich will es hart haben. Ich bin halt hochbegabt und wenn ich unterfordert bin, dann bin ich nicht angenehm genug. Also dann bin ich
nicht irgendwie, jo, glücklich, oder? Wartezeiten und so gehen mir mega auf den Keks. Naja, ich muss immer ständig warten, weil ich scheinbar einfach bestraft werde durch andere, die nicht hochbegabt sind und wo halt immer überfordert sind. Was ich ja nicht bin. Ich bin nie überfordert. Ich kann alles managen, jeden Stress und alles Mögliche managen. Boah. Das sind auch wieder tolle Sachen. Wieso immer Fluch des Verschwindens? Ich will doch nicht, dass meine Items verschwinden. Das ist böse. Der Hammer vielleicht. Ein Glück, drei Hammer. Nützt das auch etwas, wenn man das herstellt? Droppen dann mehr Items? Es wäre geil, aber irgendwie ist der Hammer geil. Ich sammle Hammer. Das ist meine Challenge. Genau, eine Wildsau. Ne? Das ist irgendwie so eine Art Schwein im Real Life. Eine Rasse sozusagen. Ich weiß nicht, was darstellen soll. Ja, und wenn ihr nicht aufhört, immer wieder zu spawnen, schalte ich euch ab. Ich deaktiviere euch. Gibt es ein Command, um bestimmte Pokémons nicht mehr spawnen zu lassen? Ein Voltobällchen. Ich mag mein Voltobällchen. Mit einer kleinen Sau im Hintergrund. Ich mag mein Voltobällchen. So, du Schwein. Na, jetzt ist nicht gut zu sehen. Das Voltobällchen ist einfach zu klein. Hallo. Ja, das ist ziemlich gut, das Gefühl. Das benutze ich als Thumbnail. Nein, ich werde es wahrscheinlich. Genau, das ist das Pokémon, das ich unbedingt haben will. Weil in meinen Gens, also Gen 3, und ich war schon eine Bloody Platin natürlich damals noch als Emulator-Hack. Ich konnte das nie fangen und nie benutzen. Genau, und wo ist mein Barschwamm? Ich muss doch einen Milotic haben. Bitte, ein Milotic. Ich weiß nicht, das haben immer meine Freundinnen gefangen. Da war ich immer sehr stolz und jetzt will ich auch eins trainieren. Unbedingt. Hier sieht es auch cool aus. Vor allem das Wasser so mit den verschiedenen Farben. Hier könnte man auch irgendwann mal was machen. Okay, Pelipper ist schon ein bisschen besser. Und dieses Schmetterling-Pokémon wegen den verschiedenen Farben. Oh, wir haben noch viele Aufgaben. Schaffen wir das? Ich werde oft öfters vielleicht ein bisschen Livestream noch. Oder im Gen-Ding. Version 1.20.1 von Pixelmon. Livestream. Ja, dort haben mir bestimmte Sachen noch nicht gepasst, weil sie einfach noch nicht existieren. Es ist eine Alpha, glaube ich. Und darum existieren noch nicht alle Sachen. Ja, schade. Ah, schreibt mal in die Kommentare, was ich tun soll. Jo, ihr dürft alles wünschen, ihr dürft alles ein bisschen bestimmen. Bitte, bitte, ich muss Sachen einfach auch ändern. Ich fühle mich jetzt noch nicht so wohl, einfach auch mit weniger Erfolg und so zu leben. YouTube wird immer schlimmer, auch Twitch und so. Ich mache das so gerne, aber wenn ich sehe, niemand will unbedingt mich schauen und kommentieren und so, ich finde das immer so ein bisschen deprimierend machend. Tja, können wir nichts machen, das ist der Lauf der Zeit. Das ist die Abnutzung von Spaß. Ein Akku. Ich habe einen Akku. Ein Gegenstand, der von einem Pokémon getragen werden kann. Erhöht den Angriff des Trägers, wenn ihn eine Elektroattacke trifft. Das ist auch wie viel Ding gibt es? 16? Noch mehr? Wie viele Typen, Pokémon-Typen gibt es? Ungefähr 16. Es ist zu unwahrscheinlich. Ich möchte das gar nicht haben. Also tragen lassen. Ja, komm. Aber ist Akku nicht etwas ein Denkanstoß? Also ich habe jetzt geredet von, ja, ich habe weniger Erfolg. Tut mir ein Akku jetzt, weil er gedroppt ist, also weil er gekommen ist. Wieso habe ich nicht draufgehen? Ist das nicht eins? Ja, das ist das, wo ich eigentlich jetzt benutze, zumindest die Farmwelt zu gehen. Und ich muss halt wirklich markieren, ah, das ist die Farmwelt und das ist nicht die Farmwelt, damit ich weiß, ich kann dort abbauen. Okay, hier gibt es leider nicht viel. Ja, der Gen ist auch nicht gerade so nett zu mir, hä? Der World Gen. Er bringt mir nicht zu wenig abwechslungsreiche Biome. Ich möchte natürlich die Pokémon überall fangen können. Das ist in der Nähe einfach nichts los.
Ja, nochmals. Hey, ich muss die ganze Zeit aufstehen, also vom Boot weg wieder, um was einzusammeln. Ein Wiederball. Wiederball möchte ich eigentlich gar nicht, außer ich möchte Shinies fangen. Ja, den auch nicht unbedingt. Ist ein Wiederball stärker als zum Beispiel ein Flottball in der ersten Runde? Fürs Fangen von Pokémon, die wir schon haben? Vor allem wirkt das überhaupt im Pixelmon-Mode wahrscheinlich schon. Müsste ja. Gut, also hier haben wir eine Ruine. Dankeschön, Drago, dass du das sofort weißt. Jo, manchmal bin ich halt schon überfordert mit meinen Gedanken. Dann kann ich mich verreden oder nicht gerade wissen, wie das Wort heißt. So, haben wir hier unten einen Schatz? Die Dinge gibt es ja noch nicht, ja. Gut. Die Sachen gibt es ja in der 1.16 noch nicht, da zum Ausgraben. Gut, dann brauchen wir leider nochmals. Ich tue jetzt mal alle Nicht-Pokémon-Items hier rein. Oh, das sind also alle. Dann tue ich nochmal kurz. Ich tue eigentlich die Sachen immer wieder in die Kisten außerhalb von den Parts reinlegen, können wir auch in den Livestreams reinlegen. Jo. Damit ihr das nicht sehen müsst. Gut. Und für immer die spannenden Sachen. Zeigen. Und auch das Bauen manchmal. Ich muss jetzt nicht so mega viel bauen in den Parts. Weil ich brauche manchmal echt ein bisschen Orientierung, ein bisschen Innovation. Ich baue ja schon sehr aufwendig und Ding. Es gibt so viele Blöcke, oder? Es gibt da diesen DecoCraft-Mod, es gibt viele Blöcke bei Pixelmon und so. Ich möchte die nutzen und auch vor allem Chisel und Bits sehr gut verwenden. Da kann ich jetzt nicht in einem Part, ja, zwei, drei Sachen zeigen, wie ich es baue. Und dann sonst nichts. Also zwei, drei Blöcke setzen, craften und so und dann nichts. Das ist zu wenig Content für einen Part. Jetzt auch diesen Part. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr könnt zu wenig sehen. Ich muss jetzt in diese Wüste gehen und hier mal ein Pokémon fangen. Und euch ein bisschen mehr motivieren. Das ist mir für mich wichtig. Aber das Spiel zeigt mir immer wieder diese Langeweile manchmal zwischendurch. Ich kann euch völlig verstehen, dass ihr nicht Minecraft so viel schauen wollt. Vielleicht interessieren euch nur die Fangsachen oder nur die Bausachen. Oder nur die Farmsachen. Das Farmen ist halt auch manchmal ein bisschen langweilig. Schade, dass sie so hoch sind. Ich möchte eines dieser Pokémon fangen. Kamerubert ist sicher nicht so hoch. 47 doch. Ja, es ist halt einfach völlig random, wie hoch die Pokémon sind. Ist ein bisschen schade. Und schon wieder Nacht. Dick, da ist voll langweilig zum Trainieren. Das will ich jetzt nicht holen. Was ist. Ah, das ist wieder eine. Ja. Mega Ent. Nein, Gigadynamox. Voll schwer, das Wort. Form. Und hier geht es ja immer rein. Ich denke immer so, das ist ein Brunnen, aber es ist kein Brunnen. Es ist ein Eingang mit einem Meister-Loot-Item. Ja. Epetal, endlich! Mann! Ich dachte so, ja, ich finde relativ schnell sein Epetal, aber nö. Welches Pokémon muss ich momentan trainieren? Ich würde gerne wirklich wohl. Es ist eigentlich das Einzige, was niedrig ist. Nen Bautz. Ich könnte nebenbei einen Bautz trainieren, aber zuerst Voltilam zum Fangen von Pokémon. Habe ich eigentlich ein Pokémon, das irgendwie Zornklinge oder so hat? Erlernen kann? Ja. Kann das irgendwie eine Statusveränderung Attacke lernen? Du bist Level 21. Zornklinge ist das mit dem. Deren Härte bei jedem Treffer zunimmt. Ist es nicht diese Attacke, die ein HP lässt? Was heißt ähnlich wie Zornklinge, oder? Ich muss das mal probieren. Also mal ausrüsten. Kann ich damit. Also Zornklinge ist eine Käferattacke. Dann mache ich doch mal gegen. Gegen die Sandburg ist die niedrig genug. 21 und du bist auch 21. Ich probiere es mal. Ich hätte gerne mal ein Geist-Pokémon. Gift ist. Nein, jetzt hat es das große Pokémon erwischt. Wie soll ich jetzt fliehen? Also,
Ich habe den Pokéball nicht gegen die Burg geworfen. Wieso hat es jetzt das angegriffen? Ja, ich bin entkommen. Wieso hat es jetzt dieses Pokémon angegriffen? Es ist so hoch. Ah, ein pinkes Digda. Ich fange es. Ich will Digda trainieren. Ich will ein pinkes Digda trainieren. Leute so, nein, Drago, mach das nicht, das ist so langweilig. Und ich so, ja, ich hab so viel Spaß. Zornklinge, ist das sehr effektiv? Okay, es ist die falsche Attacke. Wie heißt diese Attacke, die Käferattacke, die ein HP lässt? Zorn. Es muss doch irgendwas mit Zorn gewesen sein. Mann, muss ich mich überall top informieren, damit ich das verstehe? Wieso ist Pokémon so schwierig zum Verstehen? Es ist doch ein Kinderspiel. Das ist doch ein Kinderspiel und es ist so komplex und so verwirrend. Hey, ich besieg dich jetzt. Jenny Junior, meine Schwester in Junior, okay. Ich werde meine Mama und meinen Papa stolz machen. Was soll, Klamuklist? Zornklinge! Ah, YOLO, ich habe gar nicht gesehen, was das für ein Pokémon ist. Ist nicht sehr effektiv. Was? Hä? Psycho? Ich dachte, das sei sehr effektiv. YOLO ist doch Psycho. Ist das Gestein oder so etwas? Ist das Elektro? Nein, das andere, Zorua, ist Elektro. Hä? Ich weiß es nicht. Eras! Sehr effektiv, ja! Also, wenn es sehr effektiv ist, wenn Flug sehr effektiv ist. Ist es ein Käfer-Pokémon? Ein Pflanzen-Pokémon? Was ist sehr effektiv? Wieso ist Flug sehr effektiv? Wieso? Flug ist gegen Kampf! Ist Zoroa Kampf? Ist es Kampf-Psycho? Ist es Kampf-Käfer? Quaps. Könnte ich eigentlich was? Könnte ich helfen? Also, Lehmschuss ist sehr effektiv. Zornklinge. Okay, nicht so heftig. Jetzt Schattenstoß, oder? Es ist kein Psy. Was ist das Geist? Geist ist gut gegen. Also Käfer ist gut gegen Geist, oder? Nein, gegen Psy. Ja, der Drago ist noch am Lernen. So, Gramokles. Ah, nein, Kindwurm. Nein, das ist Gramokles. Genau, oben dran. Hey, du bist Level 13. Nein, Voltilang ist Level 13 geworden. Kindwurm ist Drache. Das heißt. Nein, Eis. Eis ist gegen Drache. Ich glaube, Käfer ist nicht gut gegen Drachen. Das ist nicht effektiv. Geist. Yes! Aber es ist ein starkes Anfänger, also erste Entwicklungspokémon. Wommel ist Käfer. Dann also Eros. Hey, gegen so ein. Okay, nicht effektiv. Schade, dass wir so wenig HP haben, also KP. Aber. Gute Partie! Sie wären stolz darauf, dass ich ein guter Sport. Ein guter Sport war? Wahrscheinlich, dass ich ein guter Trainer war oder so. Ja, die deutsche Übersetzung ist nicht so gut. Oh, Ariados ist auch immer so ein Pokémon, das ich machen wollte. Ich mochte dieses Pokémon nicht, Webarak, aber Ariados ist immer so das Pokémon, das ich so schnell wie möglich haben wollte dann. Genau. Ja, Zickzack ist auch immer so ein Pokémon gewesen. Attackenleer, ey, hallo. Ich hab Hauen. Also bei Taubs. Nachher. Na, Himmelsfeger. 13 Kristalle. Boah. Okay, hab ich nicht. Aber Zoro, du hast hier eine Erholung. Eroas, du bist doch kein Flug. Das ist doch eine Flugattacke. Wie kann ein Kampf-Pokémon fliegen, Flugattacken einsetzen? Pampuli, du. Kraftkoloss. Ein Schnarcher. Dann kannst du während dem Reiten mich vom Sattel oder kein Sattel werfen.
Wenn du einschläfst. Genau. Oder ja, mich einschläfen. Schlafen bringst. Zum Einschlafen. Psychoklinge, das hört sich gut an. 70, okay. 70 Stärke. 11. Wenn da bleibt, kann ich einfach hier. So, aber jetzt endlich mal ein paar wegmachen. Galaxy-Paar, die brauche ich. Weiß. Segelstadt, das möchte ich irgendwie lassen. Nee. Wüstendorf spawn. Habe ich erst gemacht, muss ich nicht haben. Farming 1 brauche ich. Wüstenstadt am Spawn. Die sind aber nicht zusammen. 1,4. Wüstendorf spawn. Ändern. Farm. Spawn. Dann Wüstenstadt am Spawn. Das ist das neue. Seetang Bären. Seetang. Das ist einfach eine Art Bären und die wollte ich noch holen. Beim Spawndorf. Brauche ich auch nicht mehr. Ich könnte das eine umwandeln in Spawn. Nein, dann wollte ich noch ein Spawn-Ding machen und das habe ich bis jetzt noch nicht. Das ist auch ein Pokémon, das ich unbedingt mal anschauen will, trainieren will, ein bisschen gerne haben will. Epic Boss. Also Lila ist Epic. Okay, zu merken. Das ist eine Daycare-Hühnmühle. Gut, jetzt haben wir doch noch einen tollen Kampf gehabt. Zoroark normal. Hä? Ist das normalfarbig? Ja. Ich dachte immer, Zoro irgendwie so ein bisschen bläulich oder so, aber es ist grau. Ich verwechsel es immer mit Riolu. Ich kenne Riolu, aber Zoroark nicht so. Und ich denke immer, bei Zoroark sei Riolu. Savanne haben wir schon ein bisschen geschaut. Hier ist doch ein Dorf noch. Interesting. Jurassic. Jurassic interesting. Oh, das ist auch cool. Ist auch wieder Gigadin. Wieso so viele Gigadin damals da? Der Max von Gigat. Kennt ihr Giga TV? Habt ihr das noch gekannt? Ich habe das immer geschaut. Und auch Game One. Game 2 schaue ich ab und zu auf YouTube. Ist auch cool. Aber die machen gar nicht mehr so viel. Also die tun ein paar Spiele-Previewen anschauen. Testen machen sie, glaube ich, auch noch. Aber nicht so viel. Also ich hätte gerne irgendwie wie GameStar, CDs in den Heften und so. So ein bisschen mehr noch. Ich brauche mehr. Wenn ich schon so wenig habe, dann brauche ich wieder mehr. Ja. Und sonst mache ich es selber. Mit einem guten Cutter. Mit einem guten Kameramann und so könnte ich so eine Art GameStar-Heft-CD-Ding machen. Würde ich gerne machen für euch noch. Aber irgendwie mag ich nicht so neue Spiele, sondern eher entweder unfertige Spiele. Spiele, die alt sind. Oder einfach neue Spiele, die gut sind. Ja, ich bin ein bisschen anspruchsvoll, ich weiß. Ich mag Spiele jetzt nicht unbedingt so unfertig und tja. Ich tue jetzt einfach hier alles sammeln, alle Bären natürlich, damit wir die haben. Wenn wir halt so 20-fach haben, dann ist mir das auch nicht so schlimm. Aber vor allem die Pokébälle noch mitnehmen. Und mehr müssen wir eigentlich gar nicht mitnehmen. Spitzer Schnabel. Ein Gegenstand, der von einem Pokémon getragen werden kann. Ein langer, scharfer Schnabel, der Attacken von Typ Flug versteckt. Haben wir ein Flug-Pokémon? Auswendig kann ich jetzt nicht sagen. Doch, Ding, Bautz, aber ja, das hat jetzt nicht so Flugattacken. Noch nicht. Soll ich das Bautz geben? Ja, damit es Bautz auch noch das hat. Aber. Das Pflanzenteil wäre mir eigentlich wichtiger.
Gut, dann machen wir es auswechseln, weil wir dort einfach mehr Sachen reintun müssen. So, da haben wir einen Blumentopf noch gewonnen. Man gewinnt ja keinen Blumentopf. Kaum einen. Supertränke. 10 Stück. Ich dachte schon 20 Stück. Hey, was hat eigentlich Pixelmon für Probleme mit so viel Loot? Ich will gar nicht so viel Loot. Ich will ja nicht. Ich hab schon genug. Also, ihr müsst sagen, wenn ich nicht mehr so Items einsammeln soll. Ich möchte schon ein bisschen noch haben. Ja, wow, jetzt haben wir schon wieder alles voll. Ich glaub's nicht. Also, ich verschwende ein bisschen zu viel Zeit. Ich gebe mir Mühe. Nicht immer allen Schmarrn mitzunehmen. Das sind so coole Items. Ich will sie einfach haben. Nein, ich muss wirklich mich ein bisschen bremsen. So, sonst ist es für euch zu langweilig, gell? Es ist so geil. Ich tue das noch erweitern. Also, schreibt in die Kommentare. Soll ich ein bisschen emulieren? Soll ich ein paar Sachen ändern? Und was? Schreibt einfach in die Kommentare, was ich so ein bisschen ändern kann, was ich fangen soll, was ich bauen soll, was euch Spaß macht, was ihr gerne sehen wollt. Einfach in die Kommentare schreiben. Was ist das da? Ah. Was ist das da? Sollen wir nochmal so einen Meisterball holen? Ja, diese Meisterbälle, Lootbälle. Ponito, ja, ich will es gerne fangen und benutzen. Aber ein Esel ist doch cool, da kommen wir nutzen, Esel. Für was laufen, wenn man auch reiten kann? Und das Fahrrad ist schon ein bisschen schneller, oder? Schwer zu sagen. Dann das Fahrrad muss man nicht immer raus. Okay. Oh ja. Iguana, auch sehr toll. Wirklich toll gemacht. Ist das eine Flügelechse? Jo. Also ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben. Nee, Drago, das ist ein Teufel. Und spielt so wie Diablo. Wieso ist der Lootball nicht da? Wieso existiert jetzt gerade kein Lootball hier? Ey, ich möchte einen Loot haben. Poké-Loot. Das ist eine Frechheit, kein Loot ist generiert worden. Hier ist eigentlich das Loot. Kann das sein, dass es ab und zu nicht existiert? Fragen über Fragen. Den Drago muss man nicht fragen. Der weiß es sowieso. Ich fühle mich manchmal mit meinem, ja, fotografischen Gedächtnis manchmal echt überladen. Den weiß ich sowieso nicht. Ignivor. Haben wir nicht ein Pokémon gefangen, das ähnlich ist, aber die Weiterentwicklung oder so? Oder ist es das gleiche? Ich glaube, es ist das gleiche, einfach in größer gewesen. Irgendwie geholt, aber das ist jetzt schon ein bisschen her. Weiß ich nicht mehr so genau. Jetzt gehe ich doch noch in eine Savanne. Boah, da geht es aber auch runter. Sehr viel Eisen. Quirtle, das war auch eines meiner Lieblings-Pokémon in Gen 3. Ah, ich liebte das. Genau, und eine Schlange. Ja, eben eine Schlange. Wie heißt es jetzt schon wieder? Wie heißt dieses Gen 3 Pokémon? Schlangen-Pokémon? Toxic. Jo, kleine Kapselkids. Was macht man hier? Entwickelt Magma beim Tausch zu Magbrand. Dabei wird das Item verbraucht. Können wir ja mal holen, eine Magma. Irgendwann mal. Farming. Ich finde immer die Zahl da hinten dran so geil. Ich liebe hohe Zahlen. Ja, ich liebe eigentlich alle Zahlen. Ich war mal in der Jugend, zu so Ende Schule, wegen Algebra vor allem immer mit 7 überfordert, weil immer alle auch gesagt haben, das ist meine Lieblingszahl. Für mich ist die 8 die Lieblingsziffer. Ja. Die 8, ich habe sie immer umgeworfen.
Ja, ihr wisst ja, was ein umgeworfenes 8 ist. Alles hat ein Ende, nur die Dummheit der Menschen nicht. Irgendwie so etwas. Oder alles ist Grenzen, alles. Die Mensch, die Dummheit der Menschen ist unendlich oder so etwas. Ich denke, die Gescheitheit, die Intelligenz, also das Wissen, das ist unendlich eines Menschen. Bei mir ist es schon lange voll, ist klar. Endivia, eines meiner Lieblingshass-Pokémon. Nein, es ist Molly. Okay, schade. Hat ausgesehen wie Endivia. Aber von den Starter-Pokémon habe ich eigentlich Endivia immer am meisten genervt. Ich hatte Endivien-Salat nie gern. Nur wegen Endivien-Salat. Vulkana dafür war eines meiner Lieblings-Pokémon. Also Arcani. Heißt es ja Arcani, oder? Oder Arcano. Genau, Leofeo war eines der neueren. Ja, ist ja auch schon alt. X und Y, oder? Auf jeden Fall war das eines der. Dieser Strauß da. Ich habe mal einen Part von Domtendo geschaut, von der zweitletzten Gen. Nein, von der letzten Gen. Und da hat er dieses Pokémon benutzt. Das ist ein richtig geiles Pokémon, finde ich. Es sind Kleider. Er besteht aus Kleider und einem. Ah, da die Dienstmädchen früher hatten doch diese Hauben. Wie heißen die überhaupt? Einfach Haarbedeckung. Jo. So geil, also ich bin so motivierend, dieses Projekt wieder weiterzumachen. Ich habe halt einfach gesundheitliche Probleme. Jetzt eigentlich schon aber ziemlich behoben wieder. Ich bin jetzt gerade wieder so ein bisschen überfordert. Einfach vom heutigen Tag. Ich muss nach Hause reisen. Das ist schon ein bisschen von Basel. Das sind ungefähr 8 Kilometer von Basel. Einfach mühsam, oder? Bis du endlich mit der Straßenbahn 8 Kilometer gefahren bist. Einfach sehr mühsam. Dann natürlich, jeder braucht Hilfe in der Wege sofort von einem, der eigentlich auf Erholung aus ist. Ey, ich bin bald aus der Wege weg. Ich arbeite nicht für 5 andere Menschen mega, weil die zu faul sind. Es sind alle faul in der Wege. Oh, sie sind so schwer krank. Sie haben eine kleine Behinderung, eine psychische Behinderung. Und sind deshalb sehr eingeschränkt und ich, wo so mega viele sind, ja, Krankheiten, die nicht psychisch sind, ist natürlich sehr gesund. Also kann alles machen, oder? Ich habe eine Nervenschwäche. Das heißt, meine Nerven schlagen zu sehr Alarm, machen zu viel Schmerzen, überfordern, machen mich schwach. Und ich muss am meisten machen. Ist das fair? Ich muss für 5 andere alles machen. Ist das fair? Nein. Ist das nicht? Kangama, du hast irgendwie ein bisschen eine komische Farbe. Also die Kleinen sind, glaube ich, immer schon blau oder sind die lila? Waren die früher lila in der Gen 2 und 3? Also in der ersten Gen hat es ja noch nicht Farben offiziell gegeben. Kam ja immer für den Game Boy raus. Die gelbe Edition, ist die möglich mit dem Original Game Boy? Ich glaube, die ist gar nicht mehr. Geht gar nicht mehr mit der ersten, mit dem ersten Game. Der hat ja keine Farben gehabt. Ich glaube, der hat nur Game Boy Color hat er gewirkt, also gestartet. Hat das jetzt eine andere Farbe oder bin ich irgendwie ein bisschen. Könnte sein, dass diese Kleider, also der Körper manchmal andere Farben haben. Ich finde, der Gengar sieht irgendwie falsch aus. Ich weiß nicht, wieso. Es ist vielleicht eine andere Farbform. Aber ich finde irgendwie, die Farben passen nicht. So haben wir irgendwas in der Nähe. Wo ist jetzt wieder die Minimap? Wieso tut die Minimap nicht immer dort sein, wo ich. Da gibt es zum Beispiel nochmal eine Stadt. Da oben gibt es eine Stadt. Ist aber nicht im Ernst wieder eine Ziegenstadt. Ziegelstadt. Was sind das denn Wege? Sieht aus, als würde er hier in so einem Graben sein. Okay, dann gehen wir mal rechts hoch in die Richtung. Ja, wir müssen kurz mit dem Boot gehen am besten. Soweit es geht. Boot.
So, also, ja, das im nächsten Part. Leider erst. Aber Dankeschön wieder fürs Zusehen. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Und ja, ihr dürft gerne mal ein paar Sachen schreiben, was euch ein bisschen so in den Sinn kommt. Bei mir dürft ihr alles, gell? Also nicht extrem böses sein, da bin ich ein bisschen allergisch dabei. Das tut mir ein bisschen schlecht, gell? Also sorgt euch um mich und um euch und habt den Spaß und bringt den Spaß am besten auch noch weiter. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, die Menschen werden langsam auch alle ein bisschen krank. Das heißt einsam, gelangweilt, depressiv. Einfach ein bisschen schlechter, ein bisschen weniger angenehm für die anderen Menschen, Tiere, Wulligen, und wir können gemeinsam einfach stärker sein als andere. Genau. Einfach ein bisschen mehr machen. Was bist du? Was bist du? Bist du ein Shiny? Gibt es das jetzt mit Gelb? Du bist ein Käfer-Pokémon, oder? Käferstahl. Wieso habe ich das Pokémon aus? Ah ja, wegen dem Reiter. Also wenn du ein kein Boden-Pokémon ist, tue ich dich mal kurz. Oder bist du Level 17? Bist du? Bitte nicht töten. Nein! Ja! Nicht vergiften. Wenn ich jetzt irgendwie. Ich hoffe, ich schaff's. Das heißt, es ist paralysiert. Und jetzt tue ich nicht einen Doppelball, einen Hyperball. Habe ich genug. Also, heute einen längeren Part, dank dem Mod, dank, dass ich nicht so geschaut habe. Und ist sogar, ich mache, glaube ich, längere Parts. Ja, dann kann ich weniger. Also ich muss unbedingt noch eine Festplatte, eine externe Festplatte kaufen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine SSD-Festplatte kaufen soll. Weil ich glaube, es gibt nicht mehr so Unterschied bei einem Game und so. Ich hoffe einfach, dass es nicht mehr so Pokémon. Spiele gibt, wo halt mit SSD viel besser laufen. Ja, also Giftzahn möchte ich nicht mehr abbekommen. Bitte bleib jetzt einfach drin, okay? Ist das gesehen, Pokémon? Ja. Wir haben wieder ein spezielles Pokémon. Ich hoffe, es ist ein Shiny. Ja, doch, schön. Okay, das erste Shiny dieses Projektes. Ich glaube, ich habe in jedem Projekt ein Shiny gehabt. Ich werde es eventuell ein bisschen spielen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich es jetzt benutzen soll. Und ja, im nächsten Part werden wir dann. Ist schon wieder ein Dick, der das pink ist. Ich habe doch eins gefangen. Ja, ich habe eins gefangen. Gut, also gehen wir mal kurz hoch, machen noch einen Screenshot. Ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank. Und jo, ich hoffe, es gefällt euch genug. Genau, die sind immer auf den Bäumen. Also so ein Pokémon will ich ja noch. Spielen. Ja, ich kann das Projekt ja so lange machen, bis ihr wirklich gar keine Lust mehr habt. Ja. Und Tempel gibt es auch noch. Und nochmal so ein Loot-Ding. Okay, wunderbar. So, also, dann viel Spaß weiterhin und einen schönen Tag. Tschüss.